So, ein wunderschöner Tag. Herzlich willkommen beim vorletzten Vortrag dieser jetzt bald endenden Woche. Meine Glückwünsche an euch, an Sie für dieses krasse Durchhaltevermögen. Die meisten von euch schon 6 Tage am Stück so viele Vorträge gehört und wir haben extrem viel gefeiert am Abend bei den Kulturveranstaltungen und natürlich viel mehr dann bis morgens um 5 in den Köthner Lokalitäten. Also GCN hat immer besonders darauf aufmerksam gemacht, dass wir eine säkulare Organisation sind. Das heißt, dass wir sagen, das binden wir nicht in unser Programm ein, aber GCN weist natürlich auch darauf hin, dass wir eine dialogfähige Organisation sind. Wir arbeiten schon seit langer Zeit mit dem Verein Christen für gerechte Wirtschaftsordnung zusammen und sind natürlich sehr erfreut darüber, dass es da Verbindungen gibt, dass es Ideen gibt, die wir gemeinsam tragen. GCN freut sich auch über die Institution, die in dieser großen Kirche hier am Marktplatz zu sehen ist, aber die Institution, die so viel Leben hat, mit der wir hier auch in Köthen sehr viele gemeinsame tolle Erlebnisse haben, auch Veranstaltungen machen. Aber es gibt ja nicht nur das Christentum und ich finde es eigentlich schön, dass wir es heute schaffen, auch zu schauen, wie schaut es bei den Muslimen aus. Und der nächste Referent, den ich ankündigen darf, der hat das große Glück, es immer schwer zu haben. Der hat alle Vierteljahr eine Debatte. Es beginnt bei Salafisten, endet bei Taliban und dazwischen ein paar Mujahedin. Er ist auch in der glücklichen Lage, FDP-Mitglied zu sein, also doppelt gestraft derzeit. Aber wir sind nicht nur dialogfähig. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, wir haben in unserer letzten Begegnung sehr viel über Wirtschaft geredet, sehr viel über Gesellschaft und wie man Gesellschaft mit Wirtschaft in dienender Funktion gestalten kann. Und ich glaube, wir haben einen sehr guten Partner gefunden, der sich die Zeit genommen hat. Er kommt nicht vom Schneechaos, er kommt gerade frisch gelandet aus Saudi-Arabien. Ich freue mich mit euch, mit Ihnen auf den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Masih. Meine Damen und Herren, lieber Tom, herzlichen Dank für die warmen einführenden Worte. In Saudi-Arabien war eine Konferenz, die ist auch gar nicht zu Ende, die geht noch heute, einen Tag, aber diese Veranstaltung war, glaube ich, auch schon seit über einem Jahr angesetzt und ich habe da dazu gesagt, also deswegen etwas dieses knappe Landen und dann weiterfahren und so weiter und es hat ja doch irgendwo geklappt. Meine Damen und Herren, ich bin jetzt gerade hier reingeschneit in der Tat und natürlich die Atmosphäre nicht mitbekommen, was ihr jetzt in den letzten Tagen gemacht habt. Wahrscheinlich wird das ein oder andere vielleicht eine Wiederholung sein oder vielleicht wird der Schwerpunkt oder mache ich den Schwerpunkt vielleicht nicht unbedingt nur im ökonomischen Bereich, wirtschaftlichen Bereich, sondern mehr so aus der Perspektive eines muslimischen Verständnisses und vielleicht das ein oder andere nochmal deutlich zu machen, diesen Ansatz vielleicht auch klar zu machen. In Ostdeutschland gibt es wenig oder gab es zumindest wenig Berührungspunkte mit muslimischen Bürgerinnen und Bürgern. Die ein oder andere gibt es jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren durch die Universität und so weiter natürlich auch. Aber in Westdeutschland haben wir ja seit über einem halben Jahrhundert vielen hunderttausend Muslimen zu tun, die mittlerweile in der zweiten, dritten Generation sind. Wir haben in Deutschland roundabout 4 Millionen. Wir haben ca. 2000 Gemeinden. Ein kleiner Teil davon ist als Moschee architektonisch sichtbar. Und zwischenzeitlich haben sich die Muslime auch ein bisschen organisiert. Das heißt,
anfänglich, so in den 60er Jahren, waren sich stark ethnisch ausgerichtet und das entwickelt sich so langsam zu einer Einheitsgemeinde. Das heißt, das verschwimmt, das Türkische, das ursprünglich Arabische, Bosnische, Albanische. Und so blicken wir heute auf vier große Verbände zurück und eines davon ist der Zentralrat der Muslime, der sich ein Stück weit unterscheidet zu den anderen drei großen Organisationen, die sehr monolith-türkisch sind. Wir vier zusammen machen den Koordinationsrat zusammen und der Zentralrat, wie gesagt, ist vielleicht, was seine Eigenheit ist, dass er sich früh, weil er so aus verschiedenen Spektren kommt, Ethnien kommt, wir haben die Bosniaken, die Albaner, natürlich die deutschen Muslime, viele auch sufische Tarikats, wir haben Türken natürlich, Araber dabei, dass wir sehr früh uns auf die Situation in Deutschland eingestellt und eingelassen haben, was Fragen des Islams angeht und das mitunter mit seinen Protagonisten und mit seinen Vorständen und Beiräten und so weiter, wo wir früh das Thema Islam, Deutschland fest im Blick hatten. Und das ist einer der Gründe, warum der Zentralrat auch in den Medien mitunter auch überproportional vielleicht zu den anderen Verbänden dann auch gehört und immer wieder angefragt wird oder im politischen oder im öffentlichen Bewusstsein. Dennoch blicken wir auf die letzten 10, 20 Jahre zurück, insbesondere die Entwicklungen nach dem 11. September oder jetzt die letzten 2, 3 Jahre, Stichwort arabischer Frühling. Und wir stellen immer wieder fest, was wissen wir eigentlich über den Islam? Viele reden darüber und kaum einer fragt, aber trotzdem und dennoch die Muslime, weil viele meinen schon, wenn sie das Wort Scharia in den Mund nehmen und aussprechen können, dann sind sie ein Experte. Und das ist tatsächlich die Diskussion oder die gegenwärtige Situation einer sehr hektischen Islamdebatte. Und passend dazu fällt mir ein Zitat unseres bibelfesten Dichterfürstes Johann Wolfgang von Goethe ein, der in seinen westöstlichen Divan, den ich übrigens jedem empfehle, nochmal da reinzuschauen, was er da über den Orient oder den Islam schreibt. Er sagt närrisch, dass jeder in seinem Falle seine besondere Meinung preist, wenn Islam Gott ergeben heißt, im Islam leben und sterben wir alle. Zitat Ende. Diese Religion, die öfters missverstanden oder sehr oft missverstanden wird, heißt oder ist geprägt von dem Namen zurück, Islam, das so gut wie bedeutet wie Hingabe zu Gott, Frieden machen. Und wenn die Muslime ihren Gruß entbieten, dann sagen sie auch Assalam, Salam alaikum, da hören sie auch diese gleichen Konsonanten heraus. Die Menschen nach unserem Verständnis sind alles Geschöpfe ein und desselben Schöpfers, ein und desselben Vaters und Mutters. Und wir betrachten uns nicht als eine besondere Gesellschaft mit besonderen Vorrechten, sondern uns ist verpflichtet Gerechtigkeit, Frieden, Islam, nämlich auszuüben, gegenüber uns selbst natürlich, also als Menschen und gegenüber der Umwelt, der Gesellschaft, und letztendlich auch mit Gott in Frieden zu leben. Wir sind der Meinung, dass oder wir glauben, dass jeder Mensch für seine Taten verantwortlich ist und dafür an einem Tag der Rechenschaft letztendlich dafür, was er getan hat, was er unterlassen hat oder was er auch an Schlechten getan hat, dass er dafür belohnt oder auch bestraft wird. Dabei kann der Gläubige auf eine Eigenschaft Gottes zurückgreifen, nämlich das ist die Barmherzigkeit. Und wenn man den Koran liest, dann wird man feststellen, dass die Beschreibung Gottes mit als der Barmherzige, dass diese Beschreibung am meisten im Koran vorkommt und dass diese Barmherzigkeit grenzenlos ist. Und in einem Ausspruch unseres Propheten heißt es, wo Gott sagt, meine Barmherzigkeit überwiegt meinen Zorn.
Unser Bündnis mit Gott ist stets von dieser Hoffnung getragen, dass letztendlich für unsere Versäumnisse, wenn wir sie denn auch eingestehen, dass wir dafür von dem Barmherzigen Vergebung erwarten können. Und Gott sagte mittels seines Gesandten: O Mensch, wenn auch deine Missetaten bis zu den Wolken des Himmels reichten und du mich um Vergebung bittest, so vergebe ich dir. Also diese Hoffnung auf Barmherzigkeit und aber gleichzeitig das Verständnis, dass wir hier auf dieser Erde nicht einfach nur tun und machen können, was wir wollen, sondern dass das letztendlich auch, dass wir zur Rechenschaft gezogen werden. So wie wir uns an die Verkehrsregeln halten oder an die Rechtsordnung eines jeweiligen Landes, so sind die Menschen natürlich gehalten, auch Böses zu unterlassen. Und es ist zumindest für mich als gläubiger Mensch, ein gutes Gefühl zu wissen, dass Menschen, die anderen Menschen Böses tun und das vielleicht nicht geahndet wird in Den Haag oder anderswo oder vor einer weltlichen Gerichtsbarkeit, dass das schließlich und letztlich endlich spätestens alles dann bis auf den letzten Staubkorn vor Gott ausgebreitet wird und entsprechend geahndet wird. Sprich, wenn ein Mensch mir Böses getan hat, dann kann ich dieses Recht mir auch dann wieder an diesem Tag zurücknehmen. Die Verschiedenartigkeit und die bunte Vielfalt der Menschen ist übrigens nach dem Verständnis des Islams ein Zeichen von Gott selbst. Das heißt in einem Vers: O ihr Menschen, wir haben euch von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu Verbänden und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Der Angesehenste von euch bei Gott ist der Gottesfürchtigste. Das heißt also, meine Damen und Herren, die Verschiedenheit der Menschen ist dafür da, dass wir nicht einen Einheitsbrei machen, sondern dass wir diese Verschiedenheit anerkennen und dass wir uns einander kennenlernen und miteinander austauschen. Das, was Sie heute hier in einer vorbildlichen Weise machen. Und der Maßstab und die Bewertung ist eben nicht die Rassenzugehörigkeit, in Anführungsstrichen die Volkszugehörigkeit, die Hautfarbe, ja auch die Stand und anderes, sondern es ist die Rechtschaffenheit des Menschen, die ihn zu einem besseren und einem schlechteren Menschen macht. Der Islam garantiert die Freiheit der Religionsausübung und das manifestiert sich in dem Koranvers: Es gibt keinen Zwang im Glauben. Und daraus leiteten wir vor über 10 Jahren in der Islamcharta ab, eine mittlerweile sehr weit verbreitete muslimische Position. Ich zitiere aus der Islamcharta: Daher akzeptieren Sie, also die Mitglieder des Zentralrats, auch das Recht, die Religion zu wechseln, eine andere oder gar keine Religion zu haben. Die Existenz verschiedener Religionsgemeinschaften übrigens ist etwas, was nicht weggewischt wird und was auch Zugang im Koran selbst wiederfindet. Wenn Sie so wollen, Sie Urform der Lessingschen Ringparabel kann man in einem Vers wiederfinden, wo es da heißt: Und wenn Gott gewollt hätte, hätte er euch Juden, Christen und Muslime zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Doch er will euch prüfen in dem, was er euch hat zukommen lassen. So eilt zu den guten Dingen um die Wette. Und zu Gott werdet ihr allesamt zurückkehren. Dann wird er euch kundtun, worüber ihr uneins wart. Zitat Ende. Möglicherweise hat Lessing das auch erfasst oder hat es zumindest herausgelesen. Das erinnert mich jedenfalls an die Urform der Lessingschen Ringparabel. Die als abrahamitische Religionen und Träger göttlicher Offenbarung der Schrift, so heißt es, müssen wir Muslime, Juden und Christen kennen, auch im Sinne eines, ja, Evolution, einer Kette, weil im Koran ganz deutlich vom Evangelium die Rede ist, von der Tora die Rede ist. Das heißt, die Respekterweisung, der Respekt gegenüber diesen Schriften ist nicht etwa eine dialogische Dreingabe oder weil es sich so gut anhört, sondern ist Teil unseres religiösen Verständnisses. Und das geht so weit, dass wir beispielsweise
Jesus eine große, herausragende Stellung im Islam genießt, die seine Mutter Maria einen ganzen Abschnitt im Koran, Sura, benannt, nach ihr benannt wird und andere Dinge mehr. Der Koran verpflichtet die Muslime mit den Andersgläubigen auf beste Art und Weise Dialog zu führen oder wie es so heißt, und disputiert und streitet mit ihnen, also mit den Christen und mit den Juden, auf beste Art und Weise. Und hier ist Streiten wie im Sinne einer Streitkultur, so wie wir sie kennen, gemeint. Und durch die Erlaubnis einer Tisch- und Ehegemeinschaft mit Christen und Juden wird den Muslimen diese gesellschaftliche Praktizierung ermöglicht. Das sind so im Groben die Grundgedanken und Grundvorstellungen des Islam, von dem die 1,4 Milliarden Muslime in der überwältigenden Mehrheit ausgehen und die auch tagtäglich leben und praktizieren. Wäre das anders, würden wir ganz andere Verhältnisse haben. Meine Damen und Herren, tausend der Menschen nach dem Ursprung, nach Zweck, nach Ziel seines Daseins, welche ihrer Seele treiben, haben immer für die Menschen große Bedeutung gehabt. Erst aber durch, und auch sicherlich ihrer oder welche, die starke Matriprägung der Neuzeit, scheint diese Frage vernachlässigbar geworden zu sein. Ein materiell gerichteter sieht Graf eines tischen Glanz mehr. Er sieht einen Ursprung ausschließlich eben von den Wissenschaften aufgehellten Gesinn, von der Entwicklung des Lebens dieser Erde, glaubt nur ans Anfassen oder Experiment beweisen kann und sieht deshalb folgerichtig Sinn und Zweck seines Daseins ausschließlich in der Bedürfnisbefriedigung seines materiellen Satzes. Aber der Geist lässt sich nur drücken. Er hat zuletzt mit der Aufklärung, als er sich seines eigenen Verstandes und sich aus den Ketten der Bevormundung befreite. Dennoch könnte man meinen, dass er jetzt, also der Mensch, in Gefahr läuft, in seinen Sieges- und Freudentaumel zugleich auch seinen eigenen Verstand auf dem Altar seiner Anbetung zu heben. Dem islamischen Verständnis nach ist der Konflikt zwischen weltlicher und religiöser Macht oder Kraft fremd. Alles materielle Sein ist aufgehoben in der göttlichen Allmacht. Da ist alles, was existiert, zu Gott gehörig, heilig. Was bedeutet, dass eine profane, weltliche Kraft oder Macht nicht existiert. Jeder einzelne Mensch ist Gottes eigenverantwortlicher Stellvertreter auf Erden, mit allem ihm von Gott verliehenen Rechten und Pflichten. Das ist die Vorstellung im Islam. Kalifa, das heißt Stellvertreter auf Erden, im Sinne von, dass sich die Erde so, mich so dafür einsetze, für sie, als würde ich sozusagen sie pflegen und hegen. Das ist meine Aufgabe. Ist meine Aufgabe nicht darin, sie als Untertan, sie gar auszubeuten. Im Idealfall ist weltliches Vernunftdenken und Handeln immer auch religiöses Denken und Handeln. Und es heißt in einem Ausspruch unseres Propheten, alles Gute wird mit dem Verstand erkannt und keine Religion hat der, der keine besitzt. Zitat Ende. Es gibt also sowas wie das aufklärerische Licht der Religion. Wenn dies jedoch erlischt, wird der Glauben auf eine Art von privaten Seelentrösterei ohne Auswirkung auf die gelebte gesellschaftliche Realität reduziert. Und das sehen wir bisweilen auch heute. Ist die Muslime nicht mit solchen Dingen konfrontiert in der Regel, sondern es sind meistens immer wiederkehrende Ressentiments und teilweise desillusioniert, was ihre Leistung angeht und die Haltung des Angenommenseins als Teil des Landes sich zu verstehen, verschließen sich die Muslime sich diesem Dialog bzw. öffnen sich nicht und versuchen nicht ihre Errungenschaften, ihre Möglichkeiten mit hier einzubringen.
Insbesondere nach dem 11. September wird verstärkt alle 3-4 Monate eine neue Sau durchs Dorf gejagt, was das Thema Islam und Integration angeht. Aber es wird nur vermeintlich über den Islam gesprochen. Es werden immer nationale ihr wird festgezurrt, es wird aber nicht, es geht nicht ans Eingemachte, so wie wir es heute in unserer Tagung die Möglichkeit haben. Das wirft auf unsere Zeit. Und das macht es natürlich noch schwerer, wenn man sieht, dass es viele Missstände im Kiez gibt, die aber gleichsam einfach auf den Islam projiziert werden, was natürlich ein Kategoriefehler ist. Aber diese ständige Islamisierung von Sozioökonomen durch den Bullen oder hasserfüllten Islamkritiker, das ist etwas, was unsere Gesellschaft wahrnimmt vom Islam und nicht das, was er wirklich im Kern ausmacht. Allzu gerne verortet man dann mittlerweile den kaum noch übersehenen Rassismus, NSU, Moscheeanschläge, Mauer Scherbini, um nur einige Stichwörter zu nennen, zur Gewissensberuhigung dann beim Rechtsextremismus, obgleich er mittlerweile gepflegt und über große Verlage, Stichwort Sarrazin, oder auch aus dem Munde eines bald in Rente gehenden bekannten Bürgermeisters daherkommt. Ein Teil unserer Elite mag die jetzt so notwendige Bringschuld der Differenzierung nicht mehr aufbringen und flüchtet stattdessen in diese bekannte Sündenbock-Diskussion. Zuwanderungsstopp, Asylantenüberflutung, Gewalt unter Muslimen und so weiter werden hier als Ersatzbefriedigungsdiskussionen anstatt der Schuld zu betrachten und das mehrheitliche Gemeinsam verschiedener Religionen, Verschauungen hervorzuheben, versucht man das Trennende von Muslimen und Nichtmuslimen künstlich en bloc herauszudestillieren. Das sieht man beispielsweise an der Beschneidung, zu der ich ja gleich noch komme. Und das andere, immer das andere, als Gefahr zu erklären bzw. zu verklären. Anstatt die Werte von Gerechtigkeit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, alles übrigens vom Grundgesetz verbriefte Rechte, wie auch die Verteidigung der Menschenwürde neu zu beleben, werden Vorurteile und Ressentiments ermangelt, der eigen gepflegt und verteidigt. Und obwohl über uns hereinbrechen, stürmische Zeiten, wie das Weltfinanzsystem es deutlich macht, das seit geraumer Zeit in den Abgrund schaut und, wie eben beschrieben, eine immer mehr materialistisch geprägte Gesellschaft, wo die Zukunftsängste signifikant zunehmen, weil eben keine noch so gute Anlage von Lebens- und Rentenversicherung, deren Aktien Weltspekulanten gerade verbrannten, endlich schützt. Die Antwort eines Gläubigen heißt hier der wahre Beschützer, Ernährer, Erhalter des Menschen bleibt stets Gott der Erhabene selbst und eben nicht die Lebensversicherung oder die Rentenversicherung. Weil aber die Menschen sich selbst vergessen, gerät auch Gott bei ihnen zunehmend in Vergessenheit. Und anstatt diese Herausforderung und dieses Thema entsprechend aufzunehmen, konstruktiv, wird allenthalben Religion in den Überschriften als Problem stilisiert und stigmatisiert. Wir haben das bei der Diskussion um die Beschneidung erleben können. Die Gegner, zu denen leider auch einige deutsche Juristen und Richter gehörten, verfolgten nicht selten politische Motive und versuchten mit viel Polemik und wenig Wissen, Juden und Muslime einmal zusammen zu ziehen. Während sich die Gesellschaft, wie ich eben beschrieben habe, zunehmend nach Wärme, Geborgenheit und menschlichen Werten sehnt, die ihnen ja genuin die Religion bietet, erschwert ein zunehmend aggressiver, bisweilen missionarisch daherkommender, areligiöser Extremismus das friedliche Zusammenleben in unserem Land. Als Triumph des Vulgärrationalismus hat der Kölner Schriftsteller Navid Kamani im Zusammenhang auch der Beschneidungsdiskussion dies genannt. Der Schutz der religiösen Integrität ist, man kann es nicht oft genug betonen, ein sehr hohes Gut und eben beschrieben ein verbrieftes Recht unseres Grundgesetzes.
Es droht aber einzustürzen, wenn extreme Gruppen Deutungshoheit über das Recht beanspruchen, indem sie es mit einer bestimmten oder auch religiösen Brille zu lesen trachten und meinen, andere Religionen, Kulturen und Lebensentwürfe in ihrer Existenz einschränken zu müssen oder auch zu bevormunden zu dürfen. Und wir Muslime, Thomas, wir eigenen Pappmus in eigenen Reihen und wissen, was das bedeutet. Aber eben jene Extremisten gibt es hüben wie drüben. Meine Damen und Herren, die Muslime wissen, dass der Islam die Menschen vor 1400 Jahren aus ihrer Unmündigkeit mündig gemacht hat. Im Islam wurde zu der Zeit geradezu vor 1400 Jahren revolutionäre Grundgesetze festgeschrieben. Dazu gehört die Gleichheit von Mann und Frau vor Gott und dem Gesetz und auch vor Menschen unterschiedlichen und auch Menschen unterschiedlichen Aussehens und Religion. Und ganz entscheidend, unser Glauben war nie antiwissenschaftlich. Große wissenschaftliche Erkenntnisse, aus denen wir heute noch schöpfen, der Mathematik, der Naturwissenschaft, aber auch der Philosophie, sind im Lichte des Islams erst entstanden. Es waren Muslime, die die hellenistische Tradition wieder zum Leben erweckt haben, indem sie die alten Griechen, deren Schriften zum Beispiel Aristoteles und so weiter, erst ins Arabische übersetzten und dann wieder zugänglich und so zugänglich machten. Ein wesentliches Element der Aufklärung, die griechische Philosophie, wurde eben erst durch die Araber aufgearbeitet und vor der Versenke gerettet. Darüber hinaus gab und gibt es im Islam keine Trennung oder gar Rivalität von Wissenschaft und Religion oder Religion und Vernunft. Wie eben beschrieben, keine Trennung von Profanen und Geistigen. Und das ist, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, steht fundamental im Gegensatz zu der europäischen Entwicklung von der Aufklärung. Bei all den berechtigten Forderungen, dass die Muslime sich um Aufklärung bemühen müssen, im Sinne einer dynamischen Interpretation ihrer Religion im 21. Jahrhundert, sollte man eben nicht vergessen, dass die Geschichtsverläufe im Orient und Okzident nicht parallel verliefen und die Muslime im Mittelalter wegen ihrer Religion zu solch wissenschaftlichen und fortschrittlichen Denken und Handeln fähig waren und nicht, weil sie sich von der Religion, wie in Europa, losgesagt haben und so mündig geworden sind. Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, dass Muslime ihre Religion mit Blick auf die Gegenwart immer wieder auch neu hinterfragen müssen. Der Islam ist eine dynamische Religion. Er verlangt geradezu Antworten auf auch neue Fragen. Das betrifft zum Beispiel Fragen der Medizin, Organtransplantation, Sterbebegleitung und andere oder philosophische und politische Entwicklungen. Diesen Prozess könnte man auch fortlaufende Aufklärung nennen. Es wäre aber, wie gesagt, vermessen zu behaupten, dass in der islamischen Welt ein gleicher Prozess wie in Europa stattfinden müsste, damit dann mit Europa auf Augenhöhe korrespondiert werden kann. Nochmals, in der muslimischen Welt gab und gibt es keine dem Christentum vergleichbare Rivalität zwischen Religion und Ratio. Ich will es an Beispiel festmachen. Beispielsweise ein wichtiger Impuls zur Entwicklung der Astronomie unter den Arabern war die Feststellung der Gebetszeiten, ohne ständig in den Himmel zu schauen und den Sonnenstand zu erkennen. Der Koranvers und die Zeiten von Tag und Nacht und so weiter sind dafür da, die Tage und die Monate entsprechend zu bemessen, haben die Muslime wörtlich genommen und die astronomischen Erkenntnissen wurden unmittelbar genutzt, um hier zum Beispiel Gebetstabellen zu erstellen und später Computerprogramme und anderes mehr. Die Religion hat also die Wissenschaft gefordert. Der Koran beschreibt Naturereignisse, beispielsweise wie die Entwicklung eines Menschen vom Embryo im Mutterleib
sehr detailliert und genau und beschreibt sie als, nicht nur als Mysterium oder Naturereignisse, sondern eben, wie gesagt, mit dieser detaillierten Beschreibung. Gott ruft in seiner koranischen Offenbarung die Menschen zigmal und unmissverständlich auf, ihren Verstand zu benutzen. Zwar gibt es sie, ihren Verstand zu benutzen. Es gibt auch im Islam die Idee der globalen Weltgemeinschaft, ähnlich die Idee von Fraternität, was im Arabischen oder im Islamischen eher mit Umma, also als die große Gemeinschaft beschrieben wird. Der Philosoph und Denker Muhammad Iqbal, der sich intensiv übrigens mit Hegel und mit auch mit anderen Denkern auseinandergesetzt hat, hat mich zu folgenden Überlegungen in diesem Zusammenhang inspiriert. Erkenntnis stets als ein Erkenntnisstrahl zu betrachten, der kein Ende hat, sondern stets weitergedacht werden muss. Ein solches Denken schließt die Auffassung aus, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt der Höhepunkt der Geschichte erreicht wurde. Eine solche Auseinandersetzung setzt voraus, ohne Scheuklappen, offen für die Debatten und Diskurse über den eigenen Tellerrand zu sein. Es gibt zahlreiche Beispiele von muslimischen Denkern, die diese Offenheit im Denken und Handeln zeigen. Ich würde mir wünschen, dass dies in den gesellschaftlichen Debatten um den Islam auch in Deutschland viel stärker wahrgenommen würde. Meine Damen und Herren, Demokratie, und das ist sicherlich eine der Motivationen, warum wir heute hier zusammenkommen, Demokratie und Wohlstand sind heute gefährdet, in einer sehr starken Form gefährdet, von der Maßlosigkeit bedroht. Rainer Maria Rilke hat einmal die Szenerie mit einem klagenden Ausspruch versehen. Die Welt ist dem Menschen in die Hände gefallen, so skizziert er das. Das Thema jeder Religion muss das Maßhalten sein, also die Kluft zwischen Geistigen und Materiellen klein zu halten. Politik muss heute in erster Linie Maß halten, verhältnismäßig bleiben. Und sorgt die sichtbare Bedrohung der Gewaltenteilung, der Einfluss der Reichen und Mächtigen auf das Recht, ein Problem, das übrigens auch der Islam kennt, denn nur wer das islamische Recht negiert, kann Diktatoren, Terroristen und Oligarchen folgen. Der Kapitalismus, so sind sich viele Gläubige einig, darf keine neue Religion sein oder auch gar eine neue Einheitskonfession herausbilden. Notwendig ist damit die Begegnung von Experten, von Philosophen, von Religionsanhängern, die mit leidenschaftlichen und einmischender Formulierungskraft daherkommen. Eine Leitkultur jenseits der Begriffe von rechts und links, eine Leitkultur, die diese heißen Eisen anpackt, wie zum Beispiel die permanente Ausweitung unserer Geldmenge durch die Notenpresse oder die ewige Verschuldungspolitik oder andere Themen, die moralische Probleme darstellen. Notwendig ist deswegen auch eine Debatte über Zinsproblematik, befreit von ideologischen Belastungen der Vergangenheit und im Dialog mit den jüdischen und christlichen und islamischen Denkern unserer Zeit. Meine Damen und Herren, ich denke, was wir verlernt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist, durch Wissenschaftsgläubigkeit, durch den Hang der Maßlosigkeit, des Materialismus, dass wir wieder zurückkehren zu ganzheitlichen Ansätzen, dass wir uns nicht separieren lassen in den verschiedenen Sparten, dass die Wirtschaft für sich einen Kosmos darstellt, dass die Wissenschaft für sich einen Kosmos darstellt, dass die Ökologie für sich einen Kosmos darstellt,
dass Religionsanhänger für sich einen Kosmos darstellen. Wir müssen zurück zu einem ganzheitlichen Ansatz, weil nur dieser ganzheitliche Ansatz die Chance bietet, Spielregeln aufzusetzen, die eben für alle gelten. Und nicht, dass die unterschiedlichen sozusagen in ihrem eigenen Saft daherkommen. Wir haben gerade erlebt, oder wir erleben gerade im Bereich der Wirtschaft, dass sie immer wieder mahnt, die Politik oder andere möchten sich doch da nicht einmischen. Nur wir sehen, dass es letztendlich bei der Wirtschaft eben nicht nur immer um das Wohl des Menschen geht. Durch die Partialisierung hat sich etwas Eigenes entwickelt, was letztendlich auch unwissenschaftlich ist. Wenn man sieht, wie die Volkswirtschaft und die Makro- und die Mikroökonomie daherkommt, die Volkswirtschaftslehre, dann fasst man sich manchmal am Kopf, wie hier versucht wird, nicht Realität abzubilden, sondern in irgendeiner Weise eine Scheinrealität herzustellen. Ich erinnere Sie an die ersten Gehversuche der Volkswirtschaft mit Adam Smith, der mit seiner Invisible Hand versucht darzulegen, dass die Summe der Egoismen am Ende irgendwas besonders Gutes hervorbringt. Und wir erleben ja, dass dies mitnichten so ist. Und die Volkswirte gehen dann hin und versuchen Formeln nicht die Realität abzubilden, sondern ihre Vorstellung, die sie im Kopf haben. Und wenn etwas nicht ganz funktioniert, dann wird der Ceteris Paribus bemüht und dann wird einfach irgendwie eine Gleichung dann künstlich so dahergestellt, damit sie am Ende das erhoffte Ergebnis bringt. Was zur Folge hat, dass wir bis heute es nicht geschafft haben, die Ausbeutung unserer Umwelt, die Ausbeutung der Ressourcen unserer Welt entsprechend in die Gleichungen, entsprechend in den Kreislauf mit einzubringen. Wenn wir heute vom Bruttosozialprodukt sprechen, dann wird niemals, bisher jedenfalls, wird nicht das, was wir an Raubbau unserer Umwelt antun, mit einfließen. Warum eigentlich nicht? Weil das Bruttosozialprodukt dann wesentlich kleiner dann ausschaut. Das sind alles Fragen, die damit zu tun haben, dass wir eben nicht ganzheitlich vorgehen, dass die Wirtschaft für sich sozusagen ihre Welt darstellt, dass die Philosophen für sich ihre Welt haben und andere. Und ich glaube, wir brauchen diesen ganzheitlichen Ansatz, eine ganzheitliche Ethik, ja, sagen wir es ganz offen, eine ganzheitliche Ethik, die dann auch alle unterliegen müssen, wo sich dann keiner davon stehlen kann. Diese ganzheitliche Ethik, das mag ruhig ein Prozess sein von den Gehirnschmalz vieler vernünftiger und kluger Frauen und Männer. Oder wie ich es eben beschrieben habe, dass diese leidenschaftliche Formulierungskraft, dass wir die brauchen, eine Leitkultur jenseits von Begriff von rechts und links, die eben diese heißen Themen anpackt. Aber entscheidend ist, meine Damen und Herren, denke ich, dass wir diesen ganzheitlichen Ansatz brauchen, eine ethische, ganzheitliche Position, wo die anderen Disziplinen und Bereiche sich dann entsprechend unterordnen. Sonst passiert das, was wir jetzt erleben, dass nicht der Klügere oder die klügste Vorstellung am Ende obsiegt, sondern die stärkste. Und das führt am Ende dazu, dass wir die Position des Rechtes stärken und unterstützen und mit all den Doppelstandards, die wir erleben und wo sich der Homo economicus hier letztendlich aufgrund seiner Stärke durchsetzt und nicht aufgrund der Argumentation. Das heißt, die Überwältigung ist am Ende das Maß und nicht der Argumentationsansatz oder der ganzheitliche Ansatz. Und genau da müssen wir, denke ich, raus, dass eben nicht so, wie es unsere
uns die Ökonomen sagen, dass die Summe der Egoismen letztendlich diese heile Welt, wie Adam Smith es beschrieben hat, beschreibt, sondern das führt letztendlich zu einer aggressiven, global agierenden Fundamentalismus in der Form von einer Finanzmarktmacht, die letztendlich keine Grenzen kennt und die sich zwar liberal oder schimpft als aus dem Liberalismus kommend, was aber letztendlich nur heißt, nur das Ich zählt und eben kein Gemeinsinn und kein Gott. Vielen Dank. Dankeschön, Ayman Masyek. Er hat es mir vorhin ein bisschen verraten, auch ihm geht es gesundheitlich im Moment gar nicht so gut, aber er ist trotzdem gekommen. Also wenn es dir recht wäre, könnten wir noch eine Fragerunde probieren. Ich... oh Gott, ich hab leider nicht mitbekommen. Ja, Wolfram Wiedeke, ich bin einer der Pfarrer an dieser großen Kirche mit den beiden Türmen. Habe mit offenem Herzen den Vortrag gehört. Ich habe vor vielen Jahren noch mal ein Semester Islamwissenschaft studiert, kann also in gewisser Weise durchaus bestätigen, das, was Sie jetzt hier über den Islam gesagt haben, entspricht schon den Tatsachen. Es ist ein menschenfreundlicher Islam, den Sie uns vorgestellt haben. Gleichwohl habe ich da natürlich ein paar Fragen. Also, es beginnt bei Ihrer Position. Also, Sie sind Vorsitzender des Zentralrates der Muslime in Deutschland. Ich erkläre mir das etwa so. Sie äußern sich mit etwa vielleicht der vergleichbaren Legitimation wie der Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken über die katholische Kirche oder der Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland oder der Kirchentagspräsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Das heißt, wir sind in einer Position, die ganz viele Strömungen verbinden möchte, aber sie sind nicht unbedingt bei aller Vielschichtigkeit des Islam jetzt die religiöse Autorität, womöglich noch dann auch für unterschiedliche Spielarten. Nur so kann man sich dann eigentlich erklären, dass dieser freundliche Islam uns eben leider nicht überall begegnet. Ich versuche es mir so zu erklären. Entschuldigung, können Sie zu einer Frage kommen? Ja, ich komme zu einer Frage. Das war zu einer ganz wichtigen. Wenn Sie die Frage vorher schon wissen wollen, dann kann ich Sie auch sagen, zu der Frage, warum noch nie so viele Christen auf dieser Erde verfolgt worden sind in islamischen Ländern, wie da gewesen ist. Sicher gibt es da Gründe dafür. Ein wesentlicher Grund hängt sicher auch ein Stück mit dieser Tage zusammen, nämlich dass wir eine große Ungerechtigkeit auf dieser Erde haben und dass die westliche Welt, die ja empfunden wird als die kapitalistische Welt, dass die natürlich auch zu einer permanenten Demütigung von Muslimen beiträgt auf dieser Erde, das glaube ich. Und dass da dann radikale Gruppen und fundamentalistische Gruppen auf ihre Weise reagieren. Sehe ich das richtig?
Das wäre jetzt auch ein Frage eines. Ja, das sehen Sie richtig. Ja, ich will mich kürzer fassen, mehr aus laizistischer Sicht. Mein Name ist Sibylle von Gabe. Das Positive an diesem ist, er hat ja eigentlich ein Zinsverbot. Wir haben uns ja hier die ganze Zeit mit dem Zins und Zinseszins, aber ich befürchte, er wird doch irgendwo in Gang. Und meine zweite Frage wäre das, ja, das ist von kritischer. Sie sagten, die Islamcharta des Zentralrats der Muslimen garantiert, ihren Grund zu wechseln und auszutreten. So viel ich gelernt habe, bei Frau Krämer in Berlin, es ist nicht möglich, aus dem Islam auszutreten. Das war meine Frage. Sehen Sie das anders? Ja, natürlich sehe ich das anders. Wir haben auch nicht die Charta als als Ausgangspunkt, sondern ein Vers aus dem Koran. Das heißt, da ich gerade verdient, heißt übersetzt, es gibt keinen Zwang im Glauben. Stellen Sie sich mal vor, es würde anders sein. Der Islam wäre schon nach 50, 80 Jahren ausgestorben. Kein Mensch lässt sich da was. Das ist der Todesstrafe. Ja, das kann nicht der Grund sein, warum wir 1400 Jahre mit solch einer reichhaltigen Kulturgeschichte und einer 700-jährigen Toleranzgeschichte in Spanien und anderswo. Der Islam würde ich ein Jahrhundert überleben, wenn das so wäre, dass alle mit Zwang in der Religion bleiben müssen und nur das der Grund ist, warum man in der Religion bleibt. Und schon gar nicht in der heutigen Neuzeit. Das würde unmöglich sein. Also kann nur die andere Wahrheit die richtige sein, nämlich dass es tatsächlich keinen Zwang gibt. Dass jeder Mensch freigestellt ist. Es gibt ein Missverständnis, es gibt eine Minderheitsposition in der muslimischen Gelehrtenwelt, vor 1400 Jahren waren die arabische Halbinsel so eine tribunale Konstruktion. Bisschen vergleichsweise wie vor Bismarck, wo diese vielen Flickenteppiche waren, die Fürsten, da waren die Protestanten, die Katholiken und so weiter. Und dann muss man, je nachdem, wo man lebt, war man Katholik oder war man Protestant, weil der Fürst das war. Das heißt, und wenn man dann eine andere Religion annahm, dann ist das quasi ein Verständnis von Fahnenflucht oder von Aufwiegeln oder von Hochverrat. Und das war die damalige Position, so nach dem Motto, Desertion und Apostasie ist dasselbe. Aber diese Sache hat sich längst überholt. Aber Fakt, wen meinst du? Bei Zentralrat? Achso, beim Zentralrat. Aber wenn ich in die Türkei gehe, oder? Ich sage nochmal, also der Islam hätte nicht ein Jahrhundert überlebt, wenn es anders wäre. Entscheidend ist, glaube ich, dass die Herzen der Menschen kannst du ja doch nicht mit Zwang fesseln, sondern nur mit Überzeugung, nur mit Argumentation, nur mit Erkenntnis und nicht mit Zwang. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber wie gesagt, es gibt eine Minderheitsposition, die eben Desertion und Konversion gleichgesetzt hat, aufgrund der damals geschichtlichen Situation, dass es eben diese tribunale Situation gibt, die gibt es heute nicht mehr, dann ist das Ding ohnehin vom Tisch. Nur religiös, vom Glauben her, hat sich nichts geändert. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Und daraus leiten wir halt das ab, und das ist eine mehrheitsfähige Position in der Da noch eine Frage, nee, ich brauche keine Ahnung. Ziffer. Ja, sie hat lange ein Lieblingsthema. heute deswegen nicht so. Ich wollte jetzt nicht noch einen Zinsvortrag, aber Fakt ist tatsächlich so, dass es im Koran ganz klare Verse dazu gibt. Das heißt, das Handeln ist euch erlaubt, aber der Zins ist verboten. Und das eine und das andere ist nicht gleich. Das heißt, es wird ganz klar unterschieden zwischen Handeln, was
was empfohlen wird. Wir kennen auch das Verständnis von Eigentum, von Besitz, auch sich anstrengen und der Fleißigere kriegt dann auch in der Regel mehr und so weiter. Das ist möglich alles, nur nicht auf der Basis von einer Zinswirtschaft. Das heißt, das Leihen von Geld ohne Risiko, ohne Mithaftung für den wirtschaftlichen Prozess, wie das einführte, das ist nicht, das kennen wir nicht. Neben dem Wucherverbot. Und das ist eine sehr strenge Regelung. Und das ist nicht etwas, was so eine Dreingabe ist oder eine Kleinigkeit, sondern es ist eine ganz wichtige Säule im Verständnis von Wirtschaft. Und deswegen ist da auch nicht zu rütteln und gibt es auch keine Interpretationsmöglichkeit. Der Moslem, der Zins nimmt oder auch gibt, handelt ganz klar gegen seine Religion. Ja, auch mal kurz zum Zins, ist ja eine der sieben Säulen des Islams. Eine der sieben Säulen des Islams. Nee, fünf Säulen nicht, das wird anders. Aber das ist aber gehört zu einem ganz wichtigen Kernverständnis von Wirtschaft. Ja. Ich glaube, daraus dann auch, es gibt eine spezielle Form von Banking, auch in der islamischen Stimmung. Mich würde interessieren, wie sie es in der Vergangenheit geschafft haben, den Zins auszuhalten und dadurch eine eher spirituellere Wandführung dann gewährleisten können, weil das Materielle dann auf der Seite des geblieben ist. Erstmal selbstkritisch, so ist, wie es der Herr gerade beschrieben hat, die islamische Welt, sowas gibt es nicht, sowas gibt es gibt auch nicht die muslimische Gesellschaft, die sozusagen dann rein nach den Verständnis von islamischen Wirtschaften handelt, leider. Das heißt also, wir haben auch in der islamischen Welt Banken, die ganz herkömmlich entwickelt sind, wie wir sie aus den westlichen Bereichen kennen und dass sie Geld verleiht, dass sie sich nicht am Risiko beteiligt und anderes mehr. Und das ist natürlich abzulehnen. Das geht, das ist kein schönes und richtiges Vorbild. Aber es gibt auch durchaus auch in diesen Regionen Banken, wobei die werden nicht als Banken bezeichnet, sondern es sind mehr so Investmentgesellschaften, die sozusagen Geld in die Hand nehmen, wie Angel, die Vermögen, die gehen zu Startup-Unternehmen oder zu jungen Menschen, die tollen Ideen kommen, Business Angels, ja, Risikokapital und Risikokapitalgesellschaften und verleihen das in Anführungsstrichen, aber es ist kein Leid, sondern es ist eigentlich Beteiligung. Das ist hochgradig auch islamisch und auch eine empfohlene Position, aber diejenigen, die da sich beteiligen, die können natürlich dann auch Gefahr laufen, dass das Geld dann futsch ist, wenn das Unternehmen oder wenn die Idee nicht fruchtet. Aber das ist, was jeder Teilhaber am Markt hat. Und wir haben uns geradezu daran gewöhnt, dass alle am Risiko sich beteiligen, vor allem die Steuerzahler, wie wir das ja gelernt haben, außer die Banken. Ich habe nur eine ganz kurze Verständnisfrage. Ich hatte letztlich eine Recherche, wo es darum ging, weil ich ein bisschen die Rechtswissenschaft im Islam kurz angerissen hatte. Und inwiefern findet man da Formulierungen? Und da kam dann eine E-Mail von einer Freundin, die sagte, ja, formuliere das doch nicht so, das klingt negativ. Dann wollte sie sich fragen, was denn der richtige Begriff ist. Ob man sagt, islamistisches Recht oder islamistische Rechtswissenschaft oder ob man sagt, islamische Rechts- und islamisches Rechtswissenschaft. Islamische Jurisprudenz ist das richtige Wort oder Rechtswissenschaft. Also islamistisch, nein. Islamismus ist ein Begriff, wo heute alles runterfällt, im Zweifelsfall ich auch übrigens. Ein Erbakan fällt darunter, Al-Qaida fällt darunter, die malischen Terroristen oder Wegelagerer, früher waren es ja Wegelagerer, die haben einfach nur Geld zu bezeugen oder heißen die Terroristen, das ändert sich ja, das sind alles Islamisten, deswegen ist es ein Begriff, Sammelbegriff, der
natürlich auch desaströs darstellt. Bewusst oder unbewusst im armigen Begriff versuchen, alles zu beschreiben, was in der muslimischen Welt passiert. Und deswegen lehnen wir den Grund nochmal. Weil, wie gesagt, darunter fällt ja alles. Wie gesagt, Zweifel darf ich auch. Das ist ja ein Ismus. Ja, also ich möchte mich nochmal bedanken nochmal für diesen Vortrag. Ich bin ganz beglückt, weil ich gesehen habe, ich selber bin katholische Theologin und bin eben sehr angetan zu sehen, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben. Ich habe einfach mal gerade eine Sache, die genau heraus, Sie haben gesagt, Vergebung steht im Mittelpunkt. Die Vergebung hat ja eben auf beiden Seiten immer die zwischenmenschliche und auch die ökonomische Last. Oft gibt es Verknüpfungen zwischen beiden. Und ich möchte auch kurz sagen, dass ich auch sehr angetan bin davon, dass Sie hier den westöstlichen Kulturkreis genannt haben. Ich habe in meinem Germanistikstudium mich damit, also meine Examsarbeit darüber geschrieben. Und ich finde es sehr schön zu hören, dass es jetzt nicht nur eine Wünschewahrnehmung ist, sondern Sie von innen, aus der islamischen Innensicht sagen, dass Wünsche dort Wesentliches auf das Islam erfasst hat. Das ist ein wunderbarer Text, wunderbare Geschichte. Und jetzt nochmal zu den Gemeinsamkeiten. Da sehe ich viele Gemeinsamkeiten im Guten. Die haben die alle im Mittelpunkt. Der barmherzige Gott, Vergebung und so weiter. Aber auch, Sie haben auch selbstkritisch gesagt, die Muslime, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie ziehen sich zurück ins Privat. Ja, zurück ins Schneckenhaus. Ins Schneckenhaus, genau. Zu Seelen, das sagten Sie, Seelentrösterei. Ähnliche Entwicklung gibt es im Christentum, finde ich, auch sehr stark. Man überlässt die Botschaft sich selbst und das führt eben zu dieser Spaltung. Und jetzt meine Frage ist, die ich heute zu einer Initiative, die eben das Dienstverbot im Christlichen, in den Kirchen versucht hat, präsent zu machen, aber da auch einfach sehr, sehr auf den Widerstand stößt. Und im Grunde sehe ich die Struktur gar nicht unterschiedlich, weil also die Anpassung auf der Christen an dieses Wirtschaftsmodell ist einfach auch überwältigend. Und ob wir uns daraus hinaus sich vorstellen können, eine ja, immer geartete Kooperation in dieser Sache zu beginnen, dass eben aus einem interreligiösen Geist heraus wir gemeinsam Kritik finden an dieser der Destruktivität dieses wirtschaftlichen Finanzsystems. Ja, das passiert ja schon. Passiert noch viel lauter. Aber so sozusagen, jetzt schon mal sehr breit. Aber ja. Nee, das passiert aber viel zu wenig, ja. Viel zu leise und muss viel lauter. So wie der, wie wir zum Beispiel als Christen und als Muslime, ich nenne ja nur das überall, wir Schnittpunkte, viel zu wenig uns äußern zu dem Thema Ökologie, unsere Verantwortung aus unseren Werte und religiösen Background heraus zu diesem Thema, gilt das genauso auch für die Wirtschaft. Was ist das? Das ist das Problem tatsächlich, das wir haben. Wir müssen da. Eigentlich müsste man sich als Christ, ich sage das mal so frei, oder als Muslim, direkt verantwortlich fühlen, wenn Aktivisten von Attack oder andere, jetzt mal als ein Beispiel, ich meine nicht Attack, nur alleine, sich für diese oder jene Sache mit einsetzen. Das ist nicht etwas eine Frage von die da und die Spinner, sondern das ist mein Thema. Das ist mein Thema und das passiert viel zu wenig noch. Ich sage, wir dürfen uns auch nicht. Wir dürfen die Herausforderung auch nicht so unterschätzen, dass der Homo economicus als Betrag wahnsinnige überwältigende Integrationskräfte freigebildet. Wenn wir das unterschätzen und meinen, das ist jetzt einfach so wegzuwischen, dann haben wir die Herausforderung nicht begriffen. Das ist eine unglaubliche Kraft, die davon ausgeht. Und da braucht es viel stärkere Bündung. Da gibt es auch zu wenig Frage von Quellen, Auseinandersetzungen oder so, sondern noch viel, viel mehr. Und da sind die Muslime, das sage ich Ihnen noch ganz, ganz am Anfang. Da sind die Christen in vieler Hinsicht weiter und aktiver. Das ist jedenfalls meine Beobachtung.
Ja, wir haben darüber gesprochen, dass es ein Ende der Marktwirtschaft geben kann und dass wir eine Postwachstumsökonomie in den Blick nehmen müssen. Meine Frage lautet, gibt es Überlegungen zu einer Postwachstumsökonomie auch in der islamischen Kultur? Nachkapitalistische Gesellschaft. Wenn zusammenbricht und das Kapital zusammenbricht, dann stehen wir ja vor einer neuen Form der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Organisation. Und gibt es Überlegungen im Islam, die auch sich mit dieser Frage, was danach kommt, befasst? Also die Frage, die uns eher umtreibt, ist zu dieser Übersättigung und Überdehnung und so weiter. Und eines der, und sicherlich haben Sie das in diesen 4, 5 Tagen auch rausgearbeitet, einer der wesentlichen Gründe ist tatsächlich der Zins und Zinseszins. Das heißt, würden wir das nicht haben, das ist natürlich jetzt eine wohlfeile Argumentation und Totschlagargument, dann würden wir wahrscheinlich mit dieser Ausbeutung unserer Natur und dann mit diesem Raubbau am Mensch und an der Ökologie und so weiter nicht in dieser Art uns auseinandersetzen müssen. Aber dass es immer eine Akkumulation von Kapital geben kann, weil Menschen raffgierig oder zu stark sind, dafür gibt es aber Möglichkeiten und Interventionsmöglichkeiten staatlicher und anderer Natur. Es wird nicht aufgehoben, unser Verständnis aus unserem Glauben heraus, dass wie Eigentum verpflichtet, Besitz, diese Positionen sind bleiben. Und dass derjenige, der sich anstrengt und sich einsetzt, natürlich vielleicht ein bisschen mehr am Ende des Monats hat, als einer, der weniger tut und leistet. Aber bitteschön, nicht auf Zulasten oder auf Kosten von Unschuldigen oder von Menschen, die damit nichts zu tun haben und schon gar nicht mit Hebeln wie Wucher und Zinseszins und anderes. Das nicht. Dankeschön. Bevor wir in die Pause gehen, ich wollte doch mal hier das auffangen, was ich gerade hier vorne erlebt habe. Nicht nur einen Masik als führender Vertreter aus der islamischen Gemeinde, wir sind auch Geistliche aus der katholischen und evangelischen, ich sag mal Ecke, bekannt, die Ähnliches an Gedanken teilen. Und sogar leider heute der erkrankte Chefagnostiker und Atheist Schmidt Salomon ist, glaube ich, in dieser Frage exakt auch der gleichen Meinung. Und wenn man sich so das letzte Jahr, die letzten Jahre mal so anguckt, gab es auch viel Zwist zwischen diesen 4 großen Glaubensrichtungen in Deutschland. Ich glaube, es wäre die Ökonomie und der Bedarf, den wir jetzt als Gesellschaft haben, ein unheimlich verbindendes Element. Ich glaube sogar, dass ein Schritt weiter, wenn diese Verbindung käme, der Fokus und die Stärke und die Kraft in der Debatte eher dahin rutscht und nicht mehr an die rechten und linken Ränder. Und da wünsche ich viel Glück. Und wir wollen natürlich von unserer Seite als Organisation, können eines leisten, können vernetzen und schauen, dass wir schnell gemeinsam vorankommen. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in die Pause und ich lade auch Reling und Kaffee ein. Viel Spaß, um 15 Uhr geht's weiter und Frau Dolberg-Melin ist auch angekommen. Ja, hallo, hier schon mal ein Stream-Team for Global Change, supported by Kasper TV. Ja, wir haben jetzt eine kurze Streampause. Wie ihr gehört habt, geht es weiter um 15 Uhr mit dem Baumärter Deutschner Medien. Bitte einfach auf die Programmhinweise achten. Also wir sehen uns dann um 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen und für den Support bei Kasper TV. Tschüss! Ich bei dir noch aus. 60. Ja, noch 2.